Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Informatikprojekt im Wintersemester 2019. In diesem Video möchte ich mein Projekt mit dem ESP32 vorstellen. Es handelt sich um eine kleine Wetterstation, die die Feuchtigkeit und Temperatur im Raum misst und auf dem OLED-Display anzeigt. Hier seht ihr eine Veranschaulichung meines Projekts. Hier wird die Temperatur im Raum gezeigt. Wie zu sehen ist, hat sich die Temperatur erhöht. Zuerst kommen wir zum Aufbau des Schalterplans. Wie zu sehen ist, ist die OLED-Anzeige über vier Leitungen mit dem ESP32 verbunden, zwei zur Datenübertragung und zwei zur Versorgung. Der DHT11-Sensor ist über drei Leitungen verbunden, zwei zur Versorgung und die dritte zum Übertragen der Messergebnisse. Jetzt zum Programm. In der Kopfzeile ist der Titel, der Autor, das Datum und die verwendeten Bauteile aufgelistet. Folgende Bibliotheken sind für das Projekt erforderlich. Include bindet die OLD-Anzeige ein. Define ist für die Einstellung und die Ausgabe zuständig. Adaforread bestimmt die Sonderzeichen. Danach wird eine notwendige Variable mit Pin 2 festgelegt. Mit Void Display Setup wird der Display gereinigt und die Schriftgröße angepasst und das Format bestimmt. Im Void Setup wird das Programm definiert. Dann wird von ESP32 die Funktion Loop aufgerufen, welche den sich wiederholenden Kern des Programms bildet. Alle Codes, die mit Seri.print beginnen, sind Ausgaben, die hauptsächlich zur Fehleranalyse gedacht sind. Variable Temperatur und Humidity sind für Temperatur und Feuchtigkeit festgelegt. Mit DHTL werden diese Sensordaten ausgelesen. Eine Fehlermeldung wird gezeigt, wenn etwas schief läuft. Falls der Sensor Missungenauigkeiten hat, kann mit Level Temperatur und Level Humidity die Temperatur und die Feuchtigkeit angepasst werden. Die Funktion Display Output wird danach aufgerufen, um den Bildschirm mit den Messwerten zu beschriften. Nach einer Sekunde wird das Bildschirm bereinigt und fängt die Funktion Loop wieder von neuem an. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.